Ja, ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen Computerquatsch hier machen. Ja, es geht einfach darum, wie man bestimmte Sachen kopiert. Ne? Das scheint ja für einige sehr kompliziert zu sein. Und mich hat jemand gefragt, er findet im ganzen Internet nichts dazu. Wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe hier einen Download-Ordner, bei mir steht jetzt hier nicht sehr viel drin. Ne? Aber manche haben hier Hunderte oder 500 oder 600 Downloads drin. Und sie wollen jetzt anfangen, das zu sortieren und ihre runtergeladenen MP3s zum Beispiel in einen extra Ordner machen. Ne? Ich mache hier mal einen extra Ordner auf. So, dem gebe ich gar keinen Namen. Und jetzt kann man das natürlich so machen, dass man hier, sagen wir mal, diese MP3 raussucht, alle. Man nimmt die Kontrolltaste und klickt die alle so nacheinander an. Ne? Und dann sagt man, ja, ich will die jetzt hier rüber kopieren. Ja, kann man machen. Ich lösche die jetzt hier mal wieder raus. Kann man machen. Ja, aber wenn man hier ein paar hundert Dateien hat, und die sind alle so verteilt wie hier, dann wird das mühselig, ne? Und dann sitzen da manche so eine halbe Stunde und sortieren da rum und dann haben sie manche übersehen und so. Ja, und da muss man ein bisschen älteres Computerwissen haben, das was hineingeht bis nach, sagen wir mal, DOS oder einer einfachen Basic-Befehlszeile zu schreiben, ne? Denn ich heb mal die Markierung hier auf und ich will jetzt hier, sagen wir mal, meine PDFs hier, die sind sehr verteilt hier, die stehen überall woanders. Ich will meine PDFs hier aussortieren, ne? Dann gehe ich hier einfach hin auf Durchsuchen und sage einfach, weil ich das hier schon öfter mal gemacht habe, ne? Ich schreibe hier einfach rein, Sternchen, das bedeutet alles. Er soll alle Namen nehmen, ne? Aber Punkt nur PDF-Dateien. Und dann gehe ich einfach auf Enter und guck mal, da stehen nur die PDF-Dateien. Ne? Wenn das jetzt 300 PDF-Dateien sind von 700 Downloads oder so, ja, dann dauert das 2 Sekunden. Ne? Ich muss, wenn solche Fragen dann kommen, dann muss ich immer ein bisschen lachen. Ne? Die Leute sitzen dann da eine halbe Stunde, sortieren das aus und dann haben sie auch nicht alle erwischt und so. Ne? Und ja, meistens so die ganz Schlauen, die sonst immer alles wissen. Ne? Und dann können sie aber nicht auf das Wissen zurückgreifen, einfach mal hier den entsprechenden Befehl einzugeben. Und die kennt man ganz einfach noch aus DOS-Zeiten und aus Basic-Zeiten, ne? Wenn man ja überhaupt gar kein Windows hat, sondern in DOS was machen muss und Dateien markieren muss oder Dateien löschen will oder sowas, ne? Dann kennt man das, dann weiß man das einfach. Und das funktioniert hier in diesem Fenster hier, in diesem Desktop-Ordner ganz genauso, ne? Ich will jetzt hier meinetwegen meine, was weiß ich, ich weiß, ich habe irgendwo eine PNG-Datei runtergeladen, das ist so eine durchsichtige Bilddatei, ne? Und ich weiß gar nicht, wo die hier ist. Ne? Die geht einfach unter in Hunderten von Einträgen, dann trage ich hier einfach ein Sternchen, Punkt. PNG. Und dann sucht mir das aus Hunderten von Dateien, nehmen wir mal an, das sind hier Hunderte von Dateien, einfach alle PNGs raus. Zack, da ist meine eine PNG-Datei, wo ich mich erinnere, die habe ich runtergeladen und finde sie einfach nicht, ne? Ja, das war's dann schon mit dem heutigen Computerquatsch, ne? Wie man einfach Dateien aussortiert und wie man sich ein bisschen ordnet auf seinem Computer und ich muss dann immer ein bisschen lachen, wenn mir Leute dann da so, ja, du hast ja gar keine Ahnung und erzähl doch mal, wie das geht und so. Ja, falls sie es selber nicht können, ne? Und dann, ja, dann ist da irgendwie schon, ja,
Naja, das muss man eben wissen, ne? Ich vermittle das dann auch gerne mal so und dann freuen sich auch die Leute, wenn sie dann ihren Computer aufräumen können. Das geht alles ganz schnell, ne? Naja, gut, das war's dann für heute.